Und ja, das war ein nutzloses Backtracking zu diesen Katakomben. Aber nichtsdestotrotz, wir waren in Madra und müssen ja sowieso in die Richtung. Und wir sind Level aufgestiegen. Und wie es scheint, ist Aaron freigelassen worden. Von den Kibombo, die aus Zentral Gondovan kommen. Wurde ein schwarzer Ball gestohlen. Da die Kibombo aus Zentral Gondovan kommen, wir sowieso nach Gondovan wollen, können wir auch gleich einen Abstecher zu den Kibombo machen. Also gehen wir mal weiter nach Westen. Und ja. Dort wollen wir sowieso hin. Nach Westen. Ein Köderwurm, ein Minigoblin und... Der Köderwurm stirbt sofort. Mondbrise! Das haben wir noch nie gehabt, oder? Außerdem sollte ich mal die Chins wieder verbinden. Da oben geht's weiter. Wenn es mich nicht täuscht. Und es täuscht mich nicht. Gut. Klippen von Gondovan. Ein Hund. Was sagst du? Grab hier, grab hier. Okay, dann grab ich hier. Nein, Spaten hat. Felix. Isaac ist aus dem ersten Teil. Oh. Nochmal. Spaten mal zwei. Ah! Danke! Cool! Sind wir hier oben? Nice! Cool! Das ist sehr schön! Ein Wyvern-Küken! Hurricane Fans! Cool! Und noch ein Angriff und das Wirbelküken ist tot. Worunter? Bastion! Worunter? Bitte. Das war sogar richtig. Meine Güte, ich habe mal was richtig gemacht. So. Wir haben hier das gemacht und hier geht's runter. Wir wollen zuerst einmal hier. Meine Güte, hier gibt's Zeug, hier ist eine Höhle. Und ich höre wiederholte Rüttelgeräusche im Hintergrund. Die Rüttelgeräusche sind ein bisschen Hotzblitz. Ja, was für ein Name? Kerbenhieb, bam! Hotzblitz ist tot. Kerblieb, bam! So. Potzblitz-Team ist besiegt. So, wir sind wieder hier. Okay, zu diesem Djinn nach oben kommen wir und zu diesem komischen kleinen, zu diesem kleinen Pilzdingen hier kommen wir anscheinend erst mit Wasser-Synergie. Denn wir haben dieses Dachhauptdingens-Synergie nicht. Wir können hier hineingehen. So viele verschiedene Pfade. Hier ist ein Feuer. Und hier sieht aus, als wäre jemand geschlafen haben. Aber ich traue der Sache nicht so ganz. Also da muss ich noch ein bisschen enthüllern. Ne, da war wirklich nichts. Okay. Dann gehen wir halt den anderen Weg entlang. Nochmal da, wo der Hund gesagt hat, hinauf. So. Ui. Und gehen hier hinüber. Denn wer weiß, was da drüben noch auf uns lauert. So. Das zweite grüne Teil hier. Da kommen schon zwei Pilze.
Vor allem auch, wo geht dieser Weg? Gott, Sprungrätsel sind schwer manchmal. Da ist falsch oder auch nicht. Naja, da ist wirklich falsch. Wir gehen da nach oben. Hopp, hopp, hopp. Na. Was? Gott, Sprungrätsel. Nicht gut. Ah, jetzt nach oben. Meine Güte, das ist ein komplexes Sprungrätsel. Wir kommen hier irgendwie trotzdem durch. So, wir kommen hier nach oben. Und wir gehen hier nach rechts. Wildwelpe und wilder Affe. Meine Güte, Wildwelpe kriegt ein Echo ins Gesicht, wir laufen der Kanone. Und Wildwelpe kriegt noch einen Blitz. Echo! Tot! Kanone! Bams! Aufzug! Die Attacke kennen wir schon von den anderen Affen. Aus den anderen Teilen. Den Teilen? Dem anderen Teil. Das ist nur ein anderer Teil bis jetzt gewesen. Meine Güte. Nein, da geht's doch nicht hinüber. Okay. Ah, meine Güte. Das ist ein komplexes Gebiet. Okay. Wo soll es dann hingehen? Ach so, hier kann man ja drüber springen. Ferdinand, manchmal bist du echt schwer von Begriff, dass du nicht siehst, dass man hier drüber springen kann. Mondbrise. So. Und ich heil uns mal. So. Der war nicht ganz voll. Hier Kiste. Hier Schlafbombe. Hier braucht kein Mensch. Ich hab's jetzt ja auch noch. Also wird's noch voll weitergehen. Sagt nicht mehr Sprungrätsel. Okay. Ein Stein. Oh, eine Wildwelpe. Eine Wildwelpe. Okay. Ein Wildwelpe. Ist doch der Welpe, oder? Oder das Welpe. Der Welpe, oder? Wie auch immer. Hier hinüber. Und... oh, ein wilder Affe. Der wild ist, weil wild. Blitz. Bam. Echo. Bam. Tod. Bam. So. So. Und hier geht es zu einem weiteren optionalen Part, den man machen kann, sobald man diese Wasserpsychologie hat, die sagen umwobene. Hier geht es nach ein Wirbernküken. Oh, das ist der Mastchen. Das ist schön. Ab zum Mastchen, würde ich sagen. So, Kerben heben. Bam. Okay. Und da wir wissen, dass Mastchens, dass Chins in einem Gebiet, die, wo Monster sind, angreifen, haben wir gespeichert. Und Bam. Mastchen erscheint. Wir greifen zuerst an. Echo. Kanone. Und Blitz. Bam. Bam. Und Kanone. Boom. So, zusätzlich dazu können wir nochmal, haben wir nicht beide auf... ja, Neptun. Neptun. Ne, Reide können wir beschwören. Und du beschwörst Megera. Während du andere mal angreifst. So. Bombe. Autsch. Ne, Reide. Boom. 107 Schaden, noch immer nicht tot. Meine Güte. Megera. Oh, und jetzt ist er besiegt. Gut. So. Und wer bist du? Beams.
Der war James Band, Volks Felix. So, den kriegt jetzt sie. Achso, ich kann ihn noch nicht weitergeben, denn. Merkogin. Schade. Die Merkogins kriegt auf jeden Fall mal dann Felix. Und. Wir kriegen doch das, ja. Kicherpilz. Okay. Ach ja, Mist. Wildwelpe, Wildwelpe, Wildaffe. Ich hab mich, bam! Aufzug. Nicht gut, nicht gut. Hurricane, bam! So, Wildwelpe ist tot und Wildaffe stirbt auch. Autsch. Hurricane, bam! So. Meine Güte. Brodem, Kuss kriegst du noch. Und beide machst du aus dem Bei. So, wir gehen hier nochmal runter und hier runter. Achso, es ist nur ein schneller Rückweg. Ein schneller Rückweg und ein schneller Hinweg, falls man Wasserabsynergie hat. Und ein Wildwelpe. Angriff, Angriff. Mondbrise, bam! Tot. So. Damit wäre auch dieser Wegabschnitt abgeschlossen. Mehr von denen, oh Gott. Auf das. Kanone auf Wildaffe. Blitz auf Wildaffe. Boom. Echo. Todesarm. Und Kanone. Boom. Faustwirbel. Ach, mehr Angriff. Mehr Angriff brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So. Und nebenbei kann ich auch uns heilen. So. Und endlich nach rechts aufbrechen. Links aufbrechen, Ferli. Denk daran, was links und was rechts ist. Meine Güte. So. Am anderen Seite. Am anderen Seite. Der andere Seite. Boah. Achso, ja. Jenna kriegt auch noch den Gin verbunden. Und zwei wilde Affen. Meine Herren, dass ihr nicht zu schnell mit großen Monstern die Schaden machen. Und Kanone, boom. 116 Schaden. Nicht schlecht. So. Todesong. Was macht er hier, neuer Gin? Erhöht die Attacke aller Freunde. Okay, schön. Und wir sind hier auf der anderen Seite. Wir sind in Gondoban. Wir speichern. Und damit würde ich mal sagen, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal hier wieder auf der Landmasse von Gondoban. Südgondoban, um genau zu sein. Und ja, ciao und bis zum nächsten Mal.